Willkommen Reisende, wir sind Nordic Ashes. Heute spielen wir Treiber mit ihrem coolen neuen Skin, den wir freigeschaltet haben. Fangen mit dem Bogen an. Gehen auf Alfheim. Ja, machen hart, weil Experte ist noch nicht freigeschaltet. So, direkt leveln. So, hier haben wir einen Schrein. 15 Gold. Gut, müssen wir mal gucken. Schön wie immer alles einsammeln. Ball mitnehmen. Aber Bereich erhöhen. Können wir mal machen. Sehr gut. So, jetzt gucken wir mal nach den roten Schreinen da oben. Gucken, was die uns geben. Hey, hier gibt eine Kiste, das war gut. Und da haben wir einen Ring, sehr gut. Erhöhte Sammelradius ist natürlich sehr gut. Erstmal ein bisschen die Waffe wieder erhöhen. Wo der Baum hin ist. Hier war ja eben einer. Wo ist er denn hin? Ah, da ist er. Ob wir einen drinnen töten kriegen? Ah, nee, leider nicht. So. Ah. Ja. Schaden wäre besser. Projektile ist natürlich auch gut. Sind die Bäume schön langsam. So. Das ist gut. Iowa ist ja zum Glück auch erhöhter Bewegungsgeschwindigkeit, da ist das hier alles kein Problem. Müssen uns noch mal ein bisschen an den Rand stellen. Damit hier genug Gegner von unten in den Kreis kommen. So, jetzt können wir aufwerten. Ja, das machen wir gleich. Wir müssen erstmal die Kiste hier kriegen, sonst ist das mit dem Bereich, in dem wir sie töten, wieder so extrem. Alles einsammeln. Dann dauert das hier mit dem
Ich dauere viel zu lange. Da warten wir mit der Superentwicklung einfach noch kurz. Ich habe mal so. Dann gehen wir gleich nach rechts am besten. Neun mehr Schaden. So. Hier den Samen noch schnell einsammeln. Gucken, vielleicht finden wir ein paar Kisten. Sind noch Kisten. Wir wollen nur die Münze. Oh, eine Kiste, das ist auch cool. Fünf Prozent mehr Schaden. So. Da ist ein roter. Wir müssen unbedingt noch Geld sammeln. Wir haben jetzt gar nichts für den Laden. Gut, dass so viele Gegner kommen, dann geht das schneller. So, das auch. Und da liegt noch ein Samen. So, was haben wir hier? Ah, Kisten erstmal. Leider tauchen keine Flaschen auf zum Heilen. Aber hier sind noch ein paar Münzen. Ja, wir haben immer noch nicht 15 zusammen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich habe einen Heiltrank gehört. Das ist jetzt gar nicht gut. Auch wieder nirgends Kisten. Ah, da ist eine Kiste. So, erstmal wenigstens ein bisschen heilen.
Ja. Hm. So. Also ein bisschen Geld wäre jetzt nicht schlecht. Damit wir uns die Kiste, also den Altar noch holen können. Das Gold. Wäre sehr gut irgendwie. Weltrank. Kann ja wohl nicht wahr sein. Nehmen wir das mal mit. Ah, nur Heiltränke müssen wir damit dann warten. Das nehmen wir mit. Hm. Wieder sagen. So, ja, den Leveln. Gut, mehr können wir jetzt hier nicht machen. Gucken, dass wir jetzt hier in der Nähe irgendwie mal zu ein bisschen Geld kommen. Wir nehmen jetzt erstmal hier mehr alles erledigt. Also ein paar Kisten, ein bisschen Geld sammeln. Schade, dass die Fähigkeiten irgendwie nicht anders aussehen, sondern echt nur ihr Outfit und die Waffe, die wir halten, so, also. Schade, aber naja. Sehr wenig Holzkisten hier auf der Karte. Sind die denn alle? Ah, das Geld. So. 2 Münzen noch, dann können wir uns erstmal das Gold holen. Gut wäre, wenn wir einen Ring finden würden auch. Die Schatzkiste da erstmal organisieren. Jetzt nehmen wir mal Projektile. So. Wir haben zwar keine Ringe, aber genug Münzen. Dass wir da jetzt mal hingehen können.
Haben wir wenigstens ein paar Münzen für den zweiten Laden. Auch wenn wir ärgerlicherweise einen Ring finden. Naja, wir können die ja zum Glück auch so gut einsammeln, die Erfahrungspunkte. Mehr diesen erweiterten Einsammelradius bekommen. Das ist nämlich richtig gut. Metalltränke brauchen wir gerade nicht mehr. Oben liegt eine Münze, aber... So, Kisten. Wir suchen Kisten. Sehr viel Gold. Also Kisten. So. Noch sehr wenig Samen erst eingesammelt. Oh, da ist einer. Oh, hier sind ganz viele Kisten. Also Münze. Da drin. Münzen. Und hier sind auch Münzen. Ja, es sieht irgendwie nicht so aus, als würden wir einen Ring bekommen. Ich meine, würde auf der Karte angezeigt werden, wenn wir eine Kiste mit einem kaputt machen. Diese ganzen Heiltränke. Vor dem ersten sind keine aufgetaucht, jetzt, also vor dem ersten Boss. Jetzt tauchen jede Menge von denen auf. Was sind Kisten? Wir haben einen Pilz beigeschaltet. Das Töten von Kreaturen. So. Ah, da oben ist auch einer gestorben. Jetzt haben wir ohne Ende Münzen, aber Heiltränke. Irgendwie haben wir keinen Ring. Der kann übrigens immer noch hier in den Kisten sein. Habe ich erfahren. Auch wenn, während man gerade gegen einen Boss kämpft. Ein bisschen Schaden erlitten. War nämlich ganz schön voll hier auf einmal. Aber dafür müsste man es schaffen, während er seine Fähigkeiten macht und einen verfolgt und nach vorne springt, weit genug zu entkommen, um einen Ring zu finden. Und halt in einer Kiste einfinden. Das ist ja das, woran es scheitert. Ach, schade, los, den blauen noch. Oh, cool. Hab den. Ja, den blauen haben wir noch eingesammelt. Super. Münzen ohne Ende. Bild. Das brauchen wir nicht wirklich. Schuhe, super. Das zweischneidige Schwert, das nehmen wir ja nicht. Dafür haben wir zu wenig Herzen. Mehr Erfahrungspunkte. So, Ring. Ja, brauchen wir nicht. Bogen. So, Bogen aufwerten. Mir doch mal. Ah, geht doch.
5 Projektile. Pfeile erhöhen ihre Geschwindigkeit jedes Mal um 0,25, wenn sie einen Gegner treffen. Cool. So. Nehmen wir, was nehmen wir denn? So. Habe ich dran gedacht, dass wir einen Vogel auch noch haben? So. 7 Schaden. Naja, komm, wir haben sie. Das erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit und wir haben die Schuhe gekauft. Können wir ruhig minus 2,5% in Kauf nehmen, dafür, dass wir mehr Schaden machen. Ja gut, Münzen sind jetzt irgendwie sinnlos. Wir haben auch nicht das Item, das uns Münzen in Schaden wandelt. Brauchen wir jetzt nur noch die Samen einsammeln. Richtige Spur mit den Dingern. Und ich laufe dran vorbei. Nee, das ist jetzt auch nicht gut. Aber wir haben den Ring wieder eingesammelt. Oh, da ist sehr viel Erfahrung. So, gib mir die Erfahrung. Danke. Da liegen irgendwo Samen. Ah, okay. Die leuchten zwar so grün, aber grünen Hintergrund. Echt schwer zu erkennen. Jetzt will dieser Miniboss da nicht sterben oder was? Gut, wir schießen auch gerade nicht drauf. Da ist er tot. So. Komm, lauf da nicht weg. Lass dich töten. Ja, hör doch mal auf, die zu heilen. Diese Fliege will nicht sterben, ne? Geht doch. So, gucken wir mal. Oh, cool. Noch ein Vogel. Samen. So, hier runter. Da ist einer. Der andere. Da lang. Hier ist einer. Und jetzt da längs. Hey, bin ich entgegengelaufen. So, hier oben ist einer. Eingesammelt. So. Super viele Münzen. Da ist der Samen. So, da ist wieder einer aufgetaucht. Zeit, dass wir dieses Upgrade uns beim Yggdrasil-Bereich holen. Ja, die Samen kann man dann nämlich werden automatisch eingesammelt beim Fallen lassen. Wäre natürlich sehr gut. War hier nicht eben noch einer, der auf uns geschossen hat? Wo ist denn der hin? Oh, das Vieh schon wieder. Ist das nervig. Können wir mal irgendwie was upgraden. Nehmen wir mal den Vogel. Ja. Cool. Ja, warte, das haben wir doch schon mal gemacht, ne? Ah, guck mal, 7 plus 2 weitere für jeden. Haben wir 21 Stück. Jo, das nehmen wir aber sowas von. Hey, krass, wir haben einen Punkt. Ah, Giftschaden, wir haben auch kein Gift. Ja. Machen wir hier gleich noch Bereich und die Abklingzeit.
So, hier ist ein Samen. Wird man nicht vergessen. Das will echt nicht drauf gehen, ne? Die Vögel sehen übrigens richtig geil aus mit diesem grünen Schweif. Oh, guck mal, ganz viele Samen. Hier ist einer. Hier ist einer. Mit dieser Vogel, der einem auf den Keks geht. Und hier sind ganz viele Samen. Hier ist einer. Ah, hier so ein größerer. So. Ah, krass. Voll nicht aufgepasst. So, den Schild haben wir instant runtergekloppt. Ach, dachte, die verschwinden, wenn sie einmal treffen. Naja. Die Kugeln von ihr sind ziemlich nervig. Jo. Das war ja jetzt super easy. Wohl noch irgendein Pilz. Noch ein Schild. Guck mal, drei Waffen gab, drei auf Maximum. Vollkommen ausgereicht. 84 Samen, drei Yggdrasil-Blätter. Oh, das lief doch ziemlich gut. Und wir hatten nur plus 40% Schaden. Level 135 sind wir gekommen. Und ihr neues Outfit sieht echt cool aus. Ist auch geil, dass das dann im Spiel jetzt, also sie das dann anhat, wenn man darauf wechselt. Gut, dann hoffe ich, hattet ihr wie immer Spaß. Wir sehen uns bei einer weiteren Folge oder bei was anderem. Bis dann.